Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Masterkiller. Wir spielen heute Escape from Tarkov und heute zeige ich euch, wie wir die Task Nummer 4 von Prapo erledigen. Das ist Delivery from the Past. Die besteht im Grunde genommen aus drei Punkten, drei wesentlichen Punkten. Das ist einmal, da müssen wir auf Customs dieses Secure Case besorgen. Dann müssen wir auf Factory dieses Secure Case an einem bestimmten Ort wieder hinterlegen. Und der dritte Punkt, weiß nicht warum das so extra ist, ist einfach Survive and Exit Factory Location. Also nicht als Run-Through oder irgendwas. Ja, das wär's dann. Und die Details seht ihr jetzt gleich im Video. So, also ja, ich habe mich jetzt wieder entschieden, dass wir hier die Mission wieder von hinten angehen. Also quasi, wir sind hinten auf Customs gespawnt. Ich finde es einfach ein bisschen angenehmer, wenn man den meisten Weg der Map schon zurückgelegt hat und dann quasi den Quest-Gegenstand erst aufnimmt und dann quasi noch nur noch zum Spawn rennen muss, als andersrum. Wir müssen ja ins Custom-Gebäude und wenn man den am Anfang gleich aufgesammelt hat und dann, ja, ihr wisst ja, wie es ist, in der Regel kriegt man dann noch vor dem Exit ganz kurz die Klatsche und dann ist halt, finde ich, einfach ärgerlich. Find's so angenehmer, aber das muss so eigentlich jeder für sich selber entscheiden, wie er es macht. So, hier sind wir jetzt im Customs-Gebäude. Man muss jetzt hier hoch, man braucht natürlich den Customs-Key für das Büro da oben. Die Leiter hoch. Dazu muss man wissen, dass man oben dann im Büro hinten die Tür breachen muss. Euer Unlock. Und das Secure Case seht ihr dann gleich. Da trotzdem noch nach hinten raus aufpassen. Hier aufpassen wegen der Lautstärke beim Breachen. Hast du Platz zum Looten? So, das Secure Case liegt jetzt hier, da muss man sich ein bisschen bücken, liegt es da unten zwischendrin. Halt, halt. Echt? Ja. So, hier haben wir jetzt gewechselt zur Factory. Ich habe hier die Kamikaze-Variante gewählt. Also ich werde jetzt hier einfach nur durchpushen. Ihr seht ja dann, wo ich hinlaufe. Durch die Büros durch. Wieder eine Etage runter. Dann hier kurz vorm Ausgang links dieses Blechteil. Da muss man auf den Boden schauen und dann kommt dieses Zeichen, dass man das da deponieren kann. Das dauert wieder die elendlangen, ich weiß jetzt gar nicht wie lange es war, knapp über 30 Sekunden. Danach muss man die Factory noch lebend verlassen. Ich habe das in dem Fall nicht geschafft, weil ich nur einen Axtron hatte, aber die Aufgabe gilt jetzt trotzdem als erfüllt. Man muss dann halt nochmal in die Factory rein, dass man nicht als Run-Through oder tot den Run beendet. Dann ist der dritte Punkt quasi auch beendet. Falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.